Hallo lieber Skorpion, herzlich willkommen. Falls du erfahren möchtest, was im Monat Juni passiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Ergänzend zu deinem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, kannst du auch die Videos nach deinem Mondzeichen, Aszendenten und Venuszeichen schauen. So, dann wollen wir direkt mal starten für euch, meine lieben Skorpione. Ich schaue in verschiedene Orakelkarten rein, um eure allgemeine Monatsenergie zu erfassen. Und anschließend schaue ich dann noch mal genauer ins Tarot, was auf euch zukommt. Für die Skorpione im Juni. Okay, irgendwas scheint sich hier nicht so gut anzufühlen. Irgendwie gibt es hier Schwierigkeiten in einer Angelegenheit und das scheint wohl das Thema Stabilität anzugehen. Also es könnte sein, dass du hier in Bezug auf Finanzen, Ressourcen, deinen Besitz irgendwie das Gefühl hast, dass hier was nicht ausgeglichen ist, dass es hier da in der Hinsicht nicht so gut aussieht. Es könnte also sein, dass vielleicht finanzielle Schwierigkeiten eine Rolle spielen oder dass vielleicht auch dein Selbstwert darunter leidet, ne? Also wie definierst du deinen Selbstwert? Über was definierst du deinen Selbstwert? Definierst du ihn über dein Geld, das, was du deinen Besitz, das, was du hast, über Materielles? Ja, könnte sein, dass das hier vielleicht ein bisschen miteinander verwoben ist, was nicht unbedingt gesund ist, dass man dann immer das Gefühl hat, im Mangel zu sein, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Ja, da bekomme ich das so rein, dass du da noch nicht so richtig gut in der Entfaltung in der Hinsicht vielleicht bist, dass irgendwie vielleicht das Finanzielle bei dir, du das Gefühl hast, dass du da nicht das hast, was du willst oder nicht das, was du verdienst. Oder vielleicht auch irgendwie dein Besitz, dass da irgendwie was los ist. Es kann auch sein, dass du das Thema Genuss, Genießen damit irgendwie Schwierigkeiten hast, dass du nicht wirklich in den Genuss gehen kannst oder in die Fülle gehen kannst, weil du hier in irgendeiner Angelegenheit das Gefühl hast, fühlt sich nicht wohl, vielleicht fühlt sich nicht wohl, kannst da nicht wirklich genießen. Ja, irgendwas ist hier, was sich nicht gut anfühlt oder was sich irgendwie schwierig anfühlt in einer Hinsicht und dementsprechend dann sich vielleicht auch so bei dir äußert. Wir schauen direkt mal weiter. Was haben wir hier noch für die Stiere wollte ich jetzt schon sagen. Für die Skorpione. Was haben wir hier für die Skorpione? Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, vielleicht traust du dir auch irgendwas nicht zu. Nur das, was ich vorhin gesagt habe, mangelnder Selbstwert. Du hast das Gefühl, du schaffst was nicht oder du kriegst was nicht gebacken. Vielleicht fühlst du dich in irgendeiner Hinsicht wie ein Verlierer, wie eine Verliererin. Aber hier geht es so ein bisschen darum, Vertrauen zu haben. Auch bei der Stierenergie geht es ja um was Geerdetes, was Bodenständiges. Es geht um Sicherheit, ne? Und Vertrauen ist ja das, in was hast du hier Vertrauen? Vielleicht setzt du dein Vertrauen zu sehr in äußere Dinge, in materielle Dinge. Und hier geht es darum, hab in dir Selbstvertrauen, in dir. Komm in dein Selbstwertgefühl, in dein Selbstvertrauen und dann wirst du auch Erfolg haben. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, dass du dir Dinge zutraust. Ja? Vielleicht hast du hier besondere Talente, die du nutzen kannst, die du entfalten kannst. Vielleicht hast du das Gefühl, du kannst sie nicht richtig entfalten. Irgendwas blockiert dich da in der Hinsicht, ja. Hier kann ich aber sehen, dass für dich, wenn du in dein eigenes Vertrauen gehst, dass du dann auch automatisch in den Erfolg kommst. Schauen wir mal weiter. Dann möchte ich jetzt einmal hier geklärt haben, ja, welches Schutztier, welches Krafttier begleitet dich denn hier in diesem Monat Juni? Das Murmeltier. Zeit zum Loslassen. Ja, interessant. Irgendwas wird es hier Zeit, was loszulassen. Irgendwas hältst du hier extrem fest. Lass das los. Ja, das kann auch sein, dass du dich selbst limitierst, dass du dich selbst blockierst, dass du das mal loslässt. Ja, versuch mal die Kontrolle ein bisschen loszulassen. Versuch die Dinge nicht so extrem zu kontrollieren. Lass sie sich entwickeln. Lass die Dinge auf sich zukommen. Lass los. Wir schauen mal weiter.
Was haben wir denn hier in Bezug auf die Kraft der Göttinnen hier? Welche Göttin begleitet dich denn? Ellen, Muster, okay. Scheinbar hast du hier irgendein bestimmtes Muster. Du machst irgendwas immer nach Schema F oder du bist in deinen eigenen Gedankenmustern gefangen. Irgendwas, was immer wieder in deinem Kopf ist, was immer wieder rumschwirrt, wo du dich festbeißt, wo du immer wieder durch das Gleiche gehst. Das Ding ist so, wenn du in irgendeiner Angelegenheit irgendwie immer scheinbar das Gleiche anziehst, dann änder dein Verhalten. Wie änderst du dein Verhalten? Indem du deine Einstellung änderst. Ändere deine Einstellung, dein Verhalten ändert sich und damit verändert sich auch alles im Außen. Darum geht es für dich. Also scheinbar steckst du in irgendeinem Hamsterrad, Teufelskreis fest, immer wieder das Gleiche durchkauen, immer wieder das Gleiche anziehen dadurch. Und das ist dir nicht mehr dienlich. Das passt nicht mehr zu dir, das hat ausgedient. Es wird Zeit, das loszulassen. Komm in dein Selbstvertrauen, dann fühlst du dich besser auch, fühlst du dich selber besser, du fühlst dich stärker. Das ist hier eine Energie, die sich nicht gut entfalten kann. Scheinbar bist du in irgendeinem, ich weiß nicht, du bist in irgendeinem Zustand, wo du dich nicht gut entfalten kannst, wo du deine Talente nicht entfalten kannst, wo du nicht in deine Stabilität kommen kannst, in deine Selbstsicherheit, in dein Selbstvertrauen. Da gibt es scheinbar irgendwelche Umstände, die dich an deiner Entfaltung hindern. Ja, und da geht es darum, loszulassen. Und wenn das Situationen sind, die du nicht verändern kannst, wo du keine Macht drüber hast, wo du wirklich, sei mal ehrlich zu dir, wo du wirklich das nicht ändern kannst, dann ändere deine Einstellung dazu. Und dann wird sich auch das hier auflösen und dieses toxische Muster hier auch vergehen. Ja, das wird hier vergehen, das wird weichen. Das ist dir auch nicht mehr dienlich. Das ist dir einfach nicht mehr dienlich. Wir schauen mal weiter. Was haben wir denn hier für die Skorpione? Hier taucht etwas auf, etwas aus deinem Unterbewusstsein taucht plötzlich auf. Irgendwie scheinst du hier, ne, wir haben hier die Mindfulness, also etwas aus deinem Unterbewusstsein, aus deinen Gedanken taucht etwas auf und eine Erleuchtung kommt hier. Ja, also irgendwie erleuchtet sich etwas für dich. Etwas wird dir klar, etwas wird dir deutlich. Ich habe auch das Gefühl, dass das so aus einem Sumpf heraus, so als würde man aus einem Sumpf heraus aufsteigen, wo du vielleicht bisher festgesteckt hast. Ja. Irgendwie war da was nicht in Ordnung. Hier steigt man auf als eine Blume, ja, also als etwas Schönes, was hier auftaucht. Ne? Was haben wir beim Lotus? Lotusblüten, ja. Lotus steht für Erleuchtung, für Schönheit und so weiter und so fort. Und diese Blume, wie wächst sie denn? Ihre Wurzeln reichen so tief in den Schlamm hinein, ja, also in alles, was scheinbar, sage ich mal, eklig oder so dreckig oder was auch immer, ne? Was man vielleicht nicht so als ästhetisch oder schön empfindet. Die Wurzeln reichen bis in den Schlamm hinein, so tief, und daraus wächst dann so eine schöne Blume, ein Lotus. Und das gehört ja auch zu uns. Das Schlechte gehört zu uns, so wie das Gute auch zu uns gehört. Und wer wüsste das besser als die Skorpione? Und ich habe das Gefühl, hier tauchst du so ein bisschen aus deinem eigenen Sumpf heraus auf, ne? Du merkst, okay, irgendwie bisher steckte ich hier fest, ich konnte mich hier nicht so entfalten, wie ich das wollte oder wie ich kann das viel besser, ich kann es besser machen. Und das wird dir jetzt deutlich in diesem Monat. Ja. Schauen wir hier mal ins Liebesorakel. Vielleicht geht es ja auch nicht um die Liebe. Wir gucken mal, welche Message hier durchkommt für die Skorpione im Juni. Das war eindeutig. Vergeben. Und lernen, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Schau mal da, lieber Skorpion, für dich geht es darum, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Lass diese Umgebung hier, wo du dich nicht entfalten kannst, die dir irgendwie nicht mehr zu dir passt, die dich nicht mehr wohlfühlen lässt. Du fühlst dich hier einfach nicht mehr gut in dieser Umgebung. Wir haben hier einen Diskomfort.
du kannst dich hier nicht entfalten, so wie du eigentlich kannst. Ne? Eigentlich steckt ganz viel Potenzial in dir. Aber irgendwie scheint hier was aus der Vergangenheit dich noch zurückzuhalten oder dich klein zu halten. Und hier geht es um Vergeben und Lernen. Vielleicht auch gerade jemandem zu vergeben, dir selbst zu vergeben. Ja. Hier geht es auch um Versöhnung in einer Form. Lerne aus der Situation. Also alles, was du da, auch das Schlechte, auch das Negative, ist ein Schatz. Ja, ist ein Erfahrungsschatz. Lass die Vergangenheit los, heile und erfahre Liebe im Hier und Jetzt. Es geht um das Jetzt, es geht um das Hier. Ja, jetzt kannst du das noch ändern, jetzt kannst du noch was machen. Die Vergangenheit kannst du nicht ändern, du kannst aber aus ihr lernen. Muster, Zeit zum Loslassen. Scheinbar beißt du dich hier noch in irgendwas Altes fest, ja, dann heißt es von wegen, ja, aber dann werde ich wieder verletzt oder ja, oder dann schaffe ich das nicht oder das war in der Vergangenheit oder jenes und das war so und so und dann wird das auch so und so sein. Dann hältst du dich in deinem eigenen Teufelskreis gefangen. Schauen wir mal, was wir hier für die Skorpione haben, was es hier noch zu sagen gibt. Wir drehen das mal um. Jawohl. So, die Karte ist geflogen. Oh, wow. Oh, wow. Hier geht es um die Privatsphäre, hier geht es um deinen privaten Raum und es geht darum, Grenzen zu respektieren. Es geht um das Thema Respekt und es geht um Tabus. Ja, das beliebte Thema der Skorpione, das Tabu. Wo ist dein Tabu? Wo lebst du ein Tabu? Was ist dein Tabu? Irgendwas, was gesellschaftlich nicht gerne gesehen wird oder vielleicht was du selber auch tabuisierst. Ja, irgendwas, was ein Tabu ist. Da wird was abgegrenzt. Irgendwas hältst du hier zurück. Irgendwas hältst du hier sehr privat. Forderst ja auch so deinen persönlichen Rahmen. Grenzen respektieren. Interessant. Scheinbar ist hier irgendwas, wo du ein Geheimnis drum machst, wo du was zurückhältst, wo es aber auch gerade um das Thema geht. Interessant. Wir schauen mal weiter, was wir denn hier haben. Liebes Tarot, liebes Universum, für die Skorpione im Monat Juni. Monat Juni. Monat Juni. Was geschieht hier für die Skorpione? Was passiert? So, auf der Unterseite 7 der Schwerter. Wovor läufst du weg? Wovor hast du Angst? Du verkrümelst dich hier. Guck mal. 7 der Schwerter, das ist das feige Huhn. 7 der Schwerter ist so, ach ja. Man versucht hier seine, ich wollte schon sagen, ja, sein Nest zu retten, seine eigenen Eier hier zu retten, hält hier was zurück, ja, versucht hier was zu schützen oder klaust du hier etwas? Ja, das kann auch was sein. Was stiehlst du hier? Womit stiehlst du dich davon? Wovor läufst du weg? Das ist so eine Karte, die spricht entweder dafür, dass es darum geht, dass du mit etwas davonläufst, vielleicht auch irgendwie was zurückhältst, aber genauso spricht es für Feigheit, vor etwas davonlaufen, sich einer Sache nicht stellen. Interessant, interessant, liebe Skorpione. Ast der Kelche. Ja, also hier sehen wir direkt, es geht für dich um das große Glück, es geht um Erfüllung, Wunscherfüllung, es geht darum, in die Liebe zu kommen. Ich sehe, hier ist eine Chance auf Liebe. Hier ist eine Chance auf Liebe. Hier ist eine Chance für dich auf das große Glück, auf große Erfüllung, Schmetterlinge im Bauch. Ja, also irgendwie was Schönes, was Erfüllendes, was Positives. Schauen wir mal weiter. Okay,
Hier sehen wir aber auch, okay, also eine Sache, die ich hier ganz stark sehe, ist das Thema verliebt sein, ja, in irgendwas verliebt sein, in etwas verliebt sein. Es kann hier aber auch um emotionale Verwirrung gehen, also dass du emotional gar keine Ahnung hast, was eigentlich gerade passiert. Also ich sehe erstmal in erster Linie Glück, Liebe, Erfüllung, aber auch Verwirrung, ne, vielleicht Gefühle, die dich verwirren. Was ich aber auch wahrnehme, ist eine Fülle an Möglichkeiten, die du hast. Ne, hier sind Wünsche, Träume, ein Wunsch, den du hast, ein Herzenswunsch, den du hast. Oh, okay. Es könnte sein, dass du hier, dass es irgendwas zu feiern gibt, dass du hier irgendeinen Grund zum Feiern, ich weiß nicht, vielleicht bist du auf einer Party, jemand hat Geburtstag oder du gehst zu einer größeren Veranstaltung, das kann ich definitiv sehen. Es kann sein, dass da, tatsächlich muss ich es so sagen, was ich jetzt an Informationen reinbekomme, ist, es kann sein, dass da vielleicht ein bisschen viel Alkohol fließt, könnte sein, wenn du da so ein Thema hast. Nur weil 7 der Kelche, 9 der Kelche ist für mich so absolute Fülle in einer Hinsicht, aber auch in der anderen Hinsicht könnte das auch sein. Wenn du da ein toxisches Muster hast, ja, in der Hinsicht irgendwie sich zu berauschen, dann sehe ich hier, dass das sehr stark hier durchkommt. Aber gehen wir jetzt mal zurück zum Liebesthema, ja? Gehen wir zurück zum Schönen. Ich muss hier alles ansprechen an Informationen, was mir rauskommt, weil es wird für irgendeine Person da draußen wichtig sein. Ja, und was ich hier reinbekomme, ist, dass hier eine Möglichkeit ist, ich meine, gut, sagen wir es jetzt mal so, wenn es hier wirklich um die Form geht von, wenn du hier ein bisschen übertreibst in der Hinsicht, ja, sagen wir mal, du feierst sehr gerne und übertreibst da in einer Hinsicht. Was ist das, was du damit erreichen willst? Was ist der Kern eigentlich? Du möchtest Erfüllung haben, du möchtest dich gut fühlen, du willst das Gefühl von Liebe spüren, ja, und das ist eigentlich der Kern, warum auch solche Süchte zustande kommen, warum Menschen da vielleicht auch eine gewisse Grenze nicht kennen oder sich da hineinflüchten, weil sie da einfach in so einen Rauschzustand rein wollen, wo sie ja das Gefühl von Liebe, Verbundenheit spüren und alles ist gut und Spaß und Freude, aber dann geht es dir danach scheiße. So, das ist so, Punkt. Das wird hier für jemanden vielleicht wichtig sein, ansonsten gehe ich jetzt mal zurück zum Liebesthema. Das ist eigentlich das, was ich hier sehe. Liebe, Erfüllung, verliebt sein, gute Zeit mit jemandem haben. 9 der Kelche ist so, du hast mit jemandem echt eine gute Zeit. Du genießt die Zeit mit dieser Person, du hast Spaß, Freude. Ja, hier gibt es vielleicht auch was zu feiern. Eine Party, ein Geburtstag, irgendwas. Ne? Ein Grund zum Feiern sehe ich hier. Ein Grund zum Feiern, weil dich hier etwas sehr erfüllt. Ja, weil dich hier etwas sehr erfüllt. Und da gehen wir jetzt vom Positiven aus. Ja, wir gehen jetzt von schönen Dingen aus. Wir gehen von der Liebe hier aus. Ne? Also hier geht es generell um Erfüllung, um Glück, um Liebe. Gut, wir haben hier Diskomfort. Wir haben Zeit zum Loslassen, Muster vergeben und lernen. Wir haben Tabus. Deswegen habe ich das eben auch vorhin angesprochen. Das könnte ein Tabu sein, was du hier, was für dich ein Thema ist. Ich gehe jetzt mal weiter. Ja, und hier ist eine Zwangspause angesagt. Also das, was ich vorhin gesagt habe, ne, wenn du hier ein bisschen übertreibst, wirst du hier von außen dazu gezwungen. Jetzt muss ich einen Schluck trinken, meine Güte, aber nur Wasser. Wir sind ja gerade hier beim Thema. 4 der Schwerter, meine Lieben. Ihr werdet dazu gezwungen, in den Rückzug zu gehen, in die Pause zu gehen. Vielleicht habt ihr hier bei dieser Feier ein bisschen übertrieben. Vielleicht habt ihr euch danach was eingefangen. Ja, dann gibt es eine Erkältung oder dann gibt es mal Kopfschmerzen, Migräne, was weiß ich nicht was. Und dann liegt ihr hier und seid dazu gezwungen, hier einfach in die Pause zu gehen. Ja, euch zu entspannen. Das kann auch vielleicht ernster sein, ja. Was ich aber auch sehe, wenn wir jetzt wieder in den Liebesbereich zurückgehen, sehe ich hier, dass man vielleicht da in der Hinsicht, was Liebe und Erfüllung angeht, auf einmal in eine Form von Pause rutscht oder sich sehr zurückzieht.
Hier haben wir es Privatsphäre, Rückzug, du ziehst dich zurück, du wirst auch vielleicht dazu gezwungen, aufgrund von was auch immer, irgendwas, was hier im Außen geschieht. Ja, guckt euch das mal an, das ist krass. Und dann auch noch der Gehängte, also es kann hier wirklich stärkere, extremere Formen haben, das muss ich jetzt euch so sagen. Aber das, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, das regt hier bei euch einen Perspektivwechsel an. Ja, mit dem Gehängten sehe ich das dadurch, dass ihr hier in diese Pause gezwungen seid. Sei es in extremen Fällen, durch Krankheit, durch was auch immer oder einfach Überforderung oder wie auch immer das aussieht, sehe ich hier, dass ihr einfach dazu gezwungen werdet, umzudenken, die Dinge anders zu sehen. Eure Welt wird ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ja? Könnte tatsächlich hier was mit eurem Kopf zu tun haben. Vielleicht da irgendwie Beschwerden. Leute, ich weiß nicht, warum diese Informationen durchkommen, aber sie kommen bei euch so durch. Und dann muss ich sie auch rausbringen. Für irgendjemanden da draußen wird es wichtig sein. Wir haben hier das Auftauchen. Ja, also irgendwie scheint es dann aber auch zu sein, dass hier etwas in euch auftaucht. Vielleicht gerade eine starke Sehnsucht. Eine starke Sehnsucht nach Liebe. Für mich hat das hier was extrem Sehnsüchtiges. Ihr sehnt euch nach was, ihr seid süchtig nach irgendeinem Gefühl, nach Erfüllung, was ihr hier sucht. Ja, der Traum der Liebe hier so ein bisschen könnte das auch sein. Und dann geht es darum, ihr werdet irgendwie durch äußere Umstände dazu gezwungen, hier eine Pause einzulegen und dann findet hier ein Umdenken statt. Auf einmal müsst ihr anders denken, ihr müsst die Dinge anders sehen. Interessant. Zwei der Stäbe. Hier sehe ich Neutralität. Das ist schon mal gut. Also wenn man hier generell sehr extrem auf Wolke 7 geschwebt hat, vielleicht illusorischen Träumen hinterhergejagt ist, kann das hier sein, dass durch den Gehängten ein Perspektivwechsel stattfindet und ihr in die Neutralität kommt, also dass sich hier was ausgleicht, dass ihr einer Sache neutral gegenübersteht. Vielleicht auch gerade die eigene Mitte zu finden. Ne? Wenn man hier so verschwimmt und nicht mehr weiß, was los ist, dann sehe ich hier, dass sich bei dir wieder was einpendelt, was wieder in die Mitte kommt. Ich sehe aber auch, dass ihr kurz davor seid, eine Entscheidung zu treffen. Das kann ich auch sehen. Ihr zieht euch zurück, um eine Entscheidung zu treffen. Ihr zieht euch zurück, um Klarheit zu erlangen. Und das scheint auch ganz stark hier mit dem Liebesbereich zu tun zu haben. Vielleicht auch, dass ihr euch bewusst darüber werdet, wie steht es um euer Herz, was sind eure Gefühle und so weiter. Wir sehen hier Zeit zum Loslassen. Wenn hier eine starke Sehnsucht nach jemandem ist oder eine starke Sehnsucht nach einem Zustand ist, dann sehe ich, dass hier die Zeit zum Loslassen gekommen ist, einfach damit ihr wieder klar sieht. Damit ihr die Dinge nicht mehr auf dem Kopf sieht, oder beziehungsweise ihr solltet sie mal andersherum sehen, damit sich hier wieder was neutralisiert, damit ihr wieder hier klare Sicht habt, damit ihr hier was für euch erkennen könnt. Und wir schauen jetzt mal weiter, wie es hier aussieht. Und dann wird das Ganze gesprengt. Das finde ich super, weil das ist Befreiung. Sehe ich hier positiv, könnte negativ sein, aber selbst in den Negativen sehe ich hier was Positives. Es kann also sein, dass auf einmal eine Krise auf euch zukommt. Eine Krise vielleicht, die euch dazu auffordert, hier euch zurückzuziehen, in die Ruhe zu kommen. Ich sehe aber auch, dass plötzlich Dinge kommen. Auf einmal, unerwartet, schlägt der Blitz ein. Ich sehe, ihr werdet dazu aufgefordert, eure Komfortzone zu verlassen. Wie auch immer diese Komfortzone bei euch aussieht, ihr könnt euch hier nicht entfalten. Hier in diesem Turm, das ist auch Isolation für mich, also Turm könnte man jetzt sagen, Schutz, bla bla bla, ist aber auch Isolation. Raus aus der Isolation. Womit hast du dich hier isoliert? Du kannst dich hier nicht entfalten. Raus hier. Raus hier.
das ist das, was ich sehe. Raus aus diesem Turm, raus aus diesem Zustand. Jawohl, und du kommst wieder in deine Kraft. Also es scheint hier so zu sein, dass irgendwie etwas, ein Zustand hier ist, der euch emotional verwirrt. Vielleicht auch, wo ihr ein bisschen over the top, so weiß ich nicht, alles ist so verschwommen und irgendwie sehr extrem. Vielleicht auch gerade gefühlsmäßig, wobei ich hier schon Erfüllung sehe, aber mit den anderen Karten in Kombination sieht das für mich eher so aus, als würde man hier so einem Traum hinterherjagen, der irgendwie nicht realistisch ist. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Es sieht hier so für mich so aus, so irgendwas, als würde eine Form von Weltflucht hier tatsächlich stattfinden. Und damit wird jetzt aufgehört. Jetzt kommt ihr wieder auf den Boden der Tatsachen an. Stierenergie, absolute Stabilität, Sicherheit, ne, das ist das Konkrete, das Greifbare. Ein Perspektivenwechsel findet statt. Eine Sache neutralisiert sich, ihr seid kurz davor, eine Entscheidung zu treffen. Die äußeren Umstände könnten euch dazu zwingen. Auf einmal kommt es ganz plötzlich und ich sehe, ihr kommt in eure Kraft. Also dieser Zustand scheint hier in einer Form doch noch einen Sinn zu haben oder wichtig zu sein, damit hier vielleicht auch etwas, was ihr euch wünscht, was ihr euch eigentlich von Herzen wünscht, das auch manifestiert mit dem Magier. Weil beim Magier geht es darum, erstmal tätig zu werden, aber auch Dinge, ja, also dafür etwas zu tun. Ja, ihr tut etwas dafür, ihr werdet aktiv. Plötzlich werdet ihr aktiv, plötzlich handelt ihr hier. Auf einmal geht ihr hier in die Handlung. Ja, wow, die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, das ist Karma. So, meine Lieben, und jetzt mit diesem Karma, was ich hier sehe, ja, das wird für den einen oder anderen vielleicht sogar ungemütlich werden. Aber ich sehe auch, dass das irgendwie wichtig ist, damit hier eine Aktion stattfindet. Ihr werdet eine Entscheidung treffen. Ihr habt euch das gut überlegt. Die äußeren Umstände zwingen euch dazu. Ihr habt hier einen Traum, ihr habt einen Wunsch. Es geht darum, dass ihr euer Glück findet. Darum geht's. Es geht um wahres Glück, es geht um Liebe, es geht um Erfüllung. Und dann zack, auf einmal werdet ihr hier tätig, auf einmal manifestiert ihr genau das und ihr entscheidet euch dafür, etwas zu tun. Und mit der Gerechtigkeit sehe ich auch ganz klar, dass da eine wohlüberlegte, lange überlegte Entscheidung endlich getroffen wird und die äußeren Umstände scheinen euch auch in diese Richtung zu drängen. Und dann klappt das hier nicht mehr mit dem Weglaufen. Ja, meine lieben Skorpione, ich lasse das jetzt mal so stehen. Das war eure Legung für den Juni. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Die Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Sie ist unter dem Video verlinkt. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen hoch da lässt, einen lieben Kommentar. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen. Da heiße ich artemis.astrologie.tarot. Die Infos dazu sind ebenfalls verlinkt. Zusammen mit den verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, schaut mal unter dem Video. Und ich wünsche euch allen, meine lieben Skorpione, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.